Also hier sollte man eigentlich auch nochmal ganz gut sehen, an meinen 757.000 Coins blenden, weil sich das sonst absolut scheiße für euch anhören wird. Ich werde sterben. Ich werde absolut... Oh, Tagesdrive. Junge, ich sag's euch ja, es wird halt fast unmöglich für die Gegner einen zu hitten. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Act. Wir spielen ja heute mit Clientus auf Hypixel mit einem MVP Plus Alt. Es ist wunderschön, weil der Alte den gönnt ja immer sehr schöne VIP und MVP Plus Alts. Und Leon sucht sich in der Freizeit öfters mal welche raus, also der eine Coder von Clientus. Und das ist wirklich wunderschön, weil ja, dadurch habe ich halt immer für Aufnahmen wunderschöne Alts so zum Spielen. Und ich hätte vielleicht vorher aus dem Discord-Channel rausgehen sollen. Genau wegen diesen Geräuschen. Das fixe ich dann gleich mal in der nächsten Runde. Und ja, bei dem Kleinen ist ziemlich viel dazugekommen. Es gibt jetzt auch einen Outline-ESP für Chests und auch für andere Sachen. Anscheinend funktioniert der Speed nicht mit einer Speed-Potion zusammen. Gut zu wissen. Denn seit dem letzten Video hat sich viel verändert. Es gibt Target-Strafe. Es gibt den schnelleren Speed, der jetzt nicht mehr flaggt, den ich im Video gezeigt habe, der sehr viel geflaggt hat. Und ja... Erstmal Scaffold Walken, weil das geht ja wenigstens mit Speed. Dann springe ich halt einfach von alleine und Target Strafe. Das ist übrigens auch neu, der Target Strafe. Das ist wirklich wunderschön. Das ist sehr, sehr nice. Gerade gegen Hacker ist Target Strafe ein sehr gutes Modul. In der deutschen Szene ist das Modul nicht so bekannt. Das ist sozusagen ein kleines HVH-Modul. Weil, okay, ich werde grundlos geflaggt und dann werde ich auch noch für Flying geflaggt. Danke für nichts. Wirklich überhaupt danke für gar nichts. Meine Speed Potion ist dann gleich auch mal weg, dann kann ich wieder den Speed benutzen. Und man dabbt jetzt auch, wenn man Leute tötet. Das ist auch wunderschön. Okay. Da dachte sich Anti-Void, dass ich wohl runterfallen würde. Vielleicht wäre ich auch runtergefallen, keine Ahnung. Aber so oder so hätte es mein Leben wahrscheinlich eher gerettet. So, moin. Digga, ich verstehe das nicht mit diesem... Es gibt irgendwas Neues, womit sich Legit-Spieler teleportieren können und ich weiß nicht wie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist für ein Kit. Ich sehe es heute zum ersten Mal auf Hypixel, obwohl ich heute schon den ganzen Tag gestreamt habe. Und Digga, was macht der denn hier? Jo, Alter. Egal, wir bleiben jetzt einfach mal in 5. Junge, F5. Damit ihr mich dabben sehen könnt. Und ich habe es nicht in den anderen F5-Modus geschafft, weil ich irgendwie dumm bin. Aber egal. Wo platziert Scaffold Walk gerade Blöcke hin? Das ist auch noch so eine Sache, die unbedingt gefixt werden muss. Can we just kiss? Ja, komm her, Bro. Ich komme, ich bin friedlich. Wir können natürlich auch den Tower benutzen, aber hey, das wäre ja dann einfach, glaube ich, ne? So. Eben hochgetowert. Okay, hier darf man nicht mehr bauen, wegen maximaler Bauhöhe. Genau das ist das Kit. Das hat sogar ein Teleportgeräusch gemacht. Es ist leicht triggernd, dass sie sowas in Minecraft einbauen. Habe ich eine Axt? Ja, ich habe eine Axt. Lief deine Existenz weg, Bro. So, haust du rein. Mann, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ich spiele gleich einfach im doppelten F5-Modus die ganze Zeit, einfach nur, dass es funktioniert. Wo ist denn eigentlich der Letzte? Bin ich blind, oder? Ja, ich bin blind. Tatsächlich bin ich blind. Warum müssen eigentlich alle so hochgebaut sein? Ich habe fast keine Blöcke mehr. Ich habe wirklich fast keine Blöcke mehr. Das ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Junge, die erste Runde geht erstmal 20.000 Jahre lang, einfach nur weil es zwei Leute gibt, die irgendwie Aids spielen müssen. Das ist halt so schön, auf Hypixel hat man eigentlich so welche Spieler sehr selten. Aber irgendwie habe ich gerade Pech. Normalerweise sehe ich sowas immer nur auf Gomme, die so viel Aids haben, die ihren Looster unbedingt herauszögern müssen. Und das verstehe ich halt sowieso nie. Wenn er jetzt auch das Teleport-Kit gehabt hätte und er wieder nach oben teleportiert wäre, dann wäre ich aber komplett ausgerastet, muss ich ganz ehrlich sagen. So, viel Spaß, Bro. Erstmal in der Luft beim Fliegen dabben. So sieht das nämlich aus. Die wundern sich alle ein bisschen drüber, wahrscheinlich, dass ich mit MVP Plus halt am Cheaten bin, so. Aber ja, gut. Wen interessiert das schon? Also hier sollte man eigentlich auch nochmal ganz gut sehen an meinen 757.000 Coins und daran, dass ich fliegen kann und ganz viele Widgets und so weiter habe. Ist ein guter Account. Danke auch nochmal der Alten an der Stelle dafür. Hoffentlich in einer durchaus viel weniger mit Arschkrebs versehenen Runde dieses Mal. Würde ich mich schon drüber freuen. Ich frage mich eigentlich, ob die Box jetzt gerade von mir ist oder ob es von meinem Teammate ist. Das frage ich mich sowieso immer. Ich verstehe Hypixel sowieso nicht so richtig. Aber egal. So, können wir schon fliegen? Ja, wir bekommen schon Damage. Das ist sehr gut. Das funktioniert doch sehr schön. Erstmal dabben. Jetzt dauerhaft im F5 spielen. Und dab.
Easy. Und ja, tatsächlich wollte ich sogar das Feature drin haben. Nämlich einfach, weil andere Clientos-User das sehen können. Und einfach zum Disrespecten, wenn man einen anderen Hacker tötet, der auch Clientos benutzt, dass man dann auf jemanden dabben kann, das ist schon wunderschön. Warum bin ich eigentlich so dumm? Man kann auch mit Punkt Dab dabben. Aber gut, davon mal abgesehen. Wunderschönes Feature, wirklich. Wirklich sehr wunderschönes Feature. Ich bin noch immer nach der Runde nicht rausgeliefert aus Discord, weil ich es wieder vergessen habe. Bester YouTuber der Welt. Erstmal mit der Animation dabbend um den Gegner rumfliegen. Junge, ja gut, Anti-Volt hat mein Leben gerettet, dankeschön. Okay, warum flaggt jetzt bitte der Fly? Ohne Sinn. Ich wurde davor eigentlich nicht geflaggt. Schon ziemlich 31. Nein, bitte nicht. Anti-Volt, bitte mach jetzt keinen 31er, mach nicht diesen. Oh Mann. Ich lasse die Runde drin, weil ich selber dran schuld bin. Und da sind wir dann auch schon wieder in der nächsten Runde. Ich habe übrigens gestern im Stream irgendwie 50 Minuten mit Clientos gespielt. Und da waren echt irgendwie 350 Leute mal aktiv im Stream dabei. Und ich wurde dann ganz am Ende erst von einem Staff gebannt. Also Clientos scheint wirklich nicht auf Hypixel zu autobannen. In keinster Weise. Und das freut mich einfach wirklich, weil das ist echt ein sehr guter Hypixel-Client inzwischen geworden. Und Cubecraft hatte der Client auch einen Update mit wahrscheinlich dem schnellsten On-Ground-Speed, den ihr jemals in eurem ganzen Leben gesehen habt. Aber dazu dann auf jeden Fall auch mehr, wenn, okay, ich sollte vielleicht aufhören zu fliegen. Nach einer Zeit werde ich dann auch geflaggt. Aber es hat ja alles noch irgendwie ganz gut funktioniert hier. Die ganze Mitte wird in die Luft gesprungen. What the fuck? Gesprengt. Nice Meme an der Stelle, Deutsch. Kann ich das verkaufen so? Ich glaube, ich kann das auf jeden Fall verkaufen, meine Deutschkenntnisse. Warum höre ich nicht auf zu dabben? Okay, gute Frage. Nächste Frage. Ich liebe diese Flieganimation. Dabei Leute zu töten ist immer der maximale Troll, aber ich habe jetzt auch gerade mal mit Fly wieder übertrieben. Dann nutze ich einmal ganz kurz Scaffold Walk. Moin. Easy. Easy Dab. Und Leon, also der Coder, der gerade die Hypixel-Sachen und so weiter macht bei dem Client, ist wirklich auch sehr aktiv am Spielen, so auf Hypixel, testet immer sehr viel, spielt selber immer sehr viel mit dem... Okay, habe ich schon gesagt, ich bin geistig behindert. Aber ihr solltet gerade auch mal nochmal gesehen haben, dass der Speed wirklich kein bisschen mehr flaggt, obwohl er wirklich sehr, sehr schnell ist, was ziemlich nice ist, kann man nicht anders sagen. Außer im Kampf kann er manchmal flaggen, aber das liegt an Target Strafe und nicht an dem Speed selber. Sollte man eigentlich hier auch ganz gut sehen. Kein Flag, überhaupt nix. Einfach easy durchspeeden, wunderschön. Und ja, wir sehen uns gleich noch in der, denke ich mal, letzten oder vorletzten Runde wieder. Also ich habe in letzter Zeit wirklich am meisten Spaß auf Hypixel. Habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Aber in Streams habe ich es wirklich zu 100% schon sehr oft gesagt. Hypixel macht mir gerade einfach am allermeisten Spaß von jedem Server. Es ist einfach wunderschön, wie viel Spaß man hier haben kann. Bin ich euch ganz ehrlich. So, es ist halt... viel besser als alles, was damals durchging. Hypixel war eigentlich noch nie so scheiße wie jetzt, obwohl es Updates gab und es geht halt wieder einen Fly, einen Fast Fly, einen Teleport. Es gibt eigentlich alles so wieder und es ist einfach wunderschön, genau in der Zeit, wo ich zurückgekommen bin. Das Gomma Anti-Cheat ist zwar anscheinend wirklich ganz gut, aber selbst das kann man ja einigermaßen bypassen so. Deshalb eigentlich sehr gute Zeiten, in denen ich hier anscheinend zurückgekommen bin. Haust rein, Bro. Einfach easy beide mit dem Target Strafe direkt weggeklatscht. Der Target Strafe ist wirklich so ein unglaublich gutes Modul. Gegen Legits ist es halt krass, weil ihr sowieso halt immer kreisförmig um den Spieler rum behoppt. Und dadurch ist halt Legits-Spielern viel, viel schwerer gemacht wird, euch zu hitten. Und sowieso Hacker mit schlechten Killauras, wo die Prediction eben nicht richtig ist, dass die Killaura nicht schnell genug hinterherkommt, hilft es halt wirklich dagegen, dass andere Clients euch nicht mehr so gut hitten können. Und das ist ein wunderschönes Modul. Muss ich natürlich sagen, wurde nachgemacht aus amerikanischen Clients, also nachinspirieren lassen natürlich. Ist jetzt nicht genau so wie in den amerikanischen Clients, aber es funktioniert halt ganz normal. Also man straft halt einfach um den Gegner und das ist halt das, was andere Clients auch schon vorher gemacht haben. Wo ich auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sein, mal nicht drauf gekommen bin von alleine, weil viele Module habe ich ja tatsächlich mir selber ausgedacht und habe sie auch selber wirklich bekannt gemacht, dass andere Leute den Clients das inzwischen standardmäßig einbauen. Und gerade halt so Sachen wie Target Strafe habe ich halt wirklich
großen Respekt vor, dass man sich sowas ausgedacht hat, weil ich hätte halt niemals gedacht, dass man dadurch so krasse Vorteile bekommt. Ich habe die Vorteile halt direkt auch gesehen, die man dadurch bekommt, und es ist wunderschön, das Modul. Also ich habe es auch schon vorher in anderen Videos gesehen von Clients, und ja, da habe ich im Stream auch relativ viel schon drüber geredet. So. Insgesamt sehr, sehr nice alles hier. Target Strafe ist auch eigentlich auf CubeCraft ganz nice. Aber ja, auf Hypixel ist es auf jeden Fall so am besten. Kann man nicht anders sagen. Weil es da halt auch am krassesten durchgeht. Normalerweise, wenn man mit so einem Speed um einen Spieler strafen würde, dann wird Anti-Cheat eigentlich nö sagen, aber ja, ne? Aber das hat ja auch eher gut mit dem Speed zu tun, weil Target Strafe an sich move die ganze Zeit nur links, rechts, bis es an den Block kommt, und ja. Gut, wir spielen dann jetzt noch eigentlich eine letzte. Ja, nee. Doch, eigentlich noch eine letzte Runde. Ich habe gerade so viel Bock. Cool, da sind wir dann jetzt in der letzten Runde. Und ja, ich hätte ein bisschen später aufnehmen können, wenn ich meine Sachen schon gelootet habe. Ich finde das immer so unnötig, wenn am Anfang ich einfach nur im Kreis rumspringe und mir so denke, hab nichts zu tun. Bitte hilf mir. Ja, ADHS kickt halt rein, Kappa. So, easy beim ersten Team. Easy zwei Kills, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Und dann auch noch dieser Dab, es wäre so schön, wenn andere Spieler das auch sehen können. Aber ich habe das auch heute schon im Stream gesagt, als ich, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme für euch, dann halt gestern. Ja, dass ich vielleicht es so mache, dass jeder andere Haze-Client diese Animation auch haben kann, halt wenn er das einbauen möchte. Aber zumindest, dass andere Haze-Clients halt die Animation von dem Client halt auch sehen. Das wäre schon ganz cool. Okay, warum habe ich da kein Damage gemacht? Gomme Hitbugs, sagst du? Oh Gott. Ich liebe dieses Modul so sehr. Warum spielt eigentlich irgendjemand verdammt nochmal diese scheiß Musikbox ab? Ich will eigentlich Musik in meine Videos einbauen und dann spielt einfach diese kack Musikbox im Hintergrund ab. Fast gar nicht nervig an der Stelle gewesen. Oh Mann. Das hat ja jetzt mal absolut reingetriggert. Ich hoffe mal, ich denke später daran, wenn ich das Video schneide, das später an der Stelle dann die Musik auszublenden, weil sich das sonst absolut scheiße für euch anhören wird. Ich werde sterben. Ich werde absolut... Oh, Tagesdrive. Junge, ich sag's euch ja, es wird halt fast unmöglich, für die Gegner einen zu hitten. Halbes Herz hatte ich nur noch. Oh. Oh jo, Alter, Bogen ist jetzt genau das, was ich nicht gebrauchen kann, Digga. Kannst du mal ganz schnell mit aufhören. Ist auch schon der letzte, ja. Gut. Dann komm mal. Kämpf mit mir. Anti-Void hat uns halt einen Dieb. Nein, wir haben verloren. Na, ich hätte direkt Target strafen sollen und nicht mit einem Fly. Egal. Das lasse ich trotzdem einfach drin. Die Runde war trotzdem sehr nice. Ich hoffe, euch hat das Let's Hack wie immer gefallen. Hier nochmal am Ende der wunderschöne. Okay, wir wollen in die Lobby. Hier nochmal wunderschön in der Lobby am Ende. Können ja auch mal den Skin Changer ausmachen und gucken, was der Typ hier für einen Skin hat. Gut, ich finde es nicht, weil ich blind bin. Ah, sehr schön. Jetzt. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Let's Hack. Wie immer. Tic-Tac-Toe-Gadget, Junge, auch noch nie gesehen. What the fuck, Alter. Right-Click erklärt, play Tic-Tac-Toe with them. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Folge ist schon viel zu lang wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, wie immer gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Guckt in die Beschreibung, falls ihr Premium als haben wollt, wo ihr, wie gesagt, auch MVP Plus als, VIP als, für Hypixel, Mineplex, alles Mögliche bekommen könnt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr den Client haben wollt, ist er auch in der Beschreibung verlinkt. Haut rein, ciao!